Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Erstmal muss ich am Rande etwas sagen, bevor ich es vergesse. Es tut mir wirklich leid wegen dem letzten Video, dass das mit dem Ton so verspackt gewesen ist. Das Problem an der Sache war aber ganz einfach. Ich habe mit meinen Audioboxen vom PC gedreht und nicht mit der HD-Webcam-Mikro, wo ich jetzt gerade noch mal einen Test gemacht habe, dass ich wirklich auch mit der drehe. Und ich konnte den Ton im Nachhinein aber nicht mehr so stark verändern. Ich habe zwar den Ton extrahiert mit extra Programmen und dann wieder integriert. Also hätte ich das nicht gemacht, wäre das Video noch leiser gewesen, als es jetzt schon ist. Deswegen auch leider das Rauschen im Hintergrund. Ich konnte das nicht mehr abstellen. Es tut mir echt leid. Aber da die liebe Sunny in diesem Video ist, ansonsten hätte ich das Video nochmal neu gedreht und man sich nicht so schnell wiedersehen wird, habe ich gedacht, ich muss das Video trotzdem unbedingt hochladen und es euch nicht vorenthalten, weil ja, es wäre einfach super schade darum gewesen. Ne? Und ihr kriegt natürlich die nächsten Videos wieder in gewohnter Qualität, wie ihr das auch von mir kennt, mit Ton und mit HD. Ne? Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also für die Leute, die wirklich in dem Video, ich habe jetzt gerade einen Kommentar gelesen, dass jemand in dem Video überhaupt nichts versteht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe wirklich ganz schlechte Soundboxen, die vielleicht 20 Euro gekostet haben und richtig, richtig schlecht sind. Und ich höre auch etwas. Natürlich ist es immer wieder eine Überlagerung vom Ton, aber man kann definitiv etwas verstehen. Also am besten, ihr stellt einfach eure Lautstärke etwas höher. Ansonsten würde ich euch einfach empfehlen, das Video etwas leiser zu schalten und zu gucken, was ihr versteht oder halt ohne Ton zu gucken. Denn es geht ja hauptsächlich um die Produkte. Es ging mir hauptsächlich auch darum, dass die Mausi mich in dem Video schminken darf. Und ja, um den Look, der am Ende rauskommt, den ich geschminkt habe, praktisch etwas dezenter, so wie das auch Mausi schminken würde. Und ja, das kann man ja notfalls auch ohne Ton gucken. Aber für die Leute, die wirklich überhaupt nichts verstehen und jetzt sagen, ach, das ist so schade wegen den Produkten und alles und du hast da neue Produkte vorgestellt, die schreiben mir das bitte jetzt in diesem Video oder in dem anderen Video in die Kommentare, dann drehe ich dieses Video nochmal neu. Nur mit diesen Produkten. Aber dadurch, dass ich auch Looks mit diesen Paletten von MAC, worum es halt in diesem Video geht, halt um eine zwei LEs von MAC, ja, dann drehe ich diese Videos mit diesen Produkten nochmal neu, aber ich werde die Produkte sowieso nochmal genauer vorstellen, weil ich mit diesen Produkten auch nochmal einen kompletten Look schminken werde. Davon mal abgesehen. Also verzeiht es mir bitte, dass das jetzt so schief gegangen ist. Das Video wird jetzt wieder in gewohnter Qualität und jetzt geht es darum, ja, die Mausi war zu Besuch gewesen, habt ihr ja alle gesehen in den Videos. Und sie hat natürlich auch eine Menge Geschenke mitgebracht und ich dachte schon, ich hätte es mit der Henry-Tasche, habt ihr vielleicht schon in ihrem, auf ihrem Kanal gesehen. Ich werde das auch nochmal hier in der Infobox verlinken und ich hoffe, sie verlinkt diese, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, Mausis Tausch-Trash-Tasche plus Geschenke. Besuchsgeschenke, keine Ahnung, werde ich dann auch nochmal in der Infobox verlinken. Und sie, denke ich mal, wird das auch nochmal auf der Facebook-Seite und halt eben überall verlinken, weil ihr bestimmt euch auch dafür interessiert, was sie mir so mitgebracht hat. Denke ich doch einfach mal. Und ja, jetzt genug drumherum gesabbelt. Das Video wird lang genug. Ich werde es auch diesmal splitten in zwei Teile. Also in diesem Video wird es einfach nur um Sachen gehen, die nicht dekorative Kosmetik betreffen. Alles, was mit Pflege zu tun hat, mit was sie drumherum noch für die Kiddies mitgebracht hat, für meinen kleinen Knirps. Und ja, einfach alles, was so drumherum noch mitgekommen ist. Und ja, das wird jetzt der erste Teil praktisch und später werde ich dann noch den zweiten Teil abdrehen. Ich denke mal, ich schaffe es heute noch, den ersten Teil hochzuladen. Und ja, dann starten wir am besten. Was sie mir natürlich erstmal mitgebracht hat, was ich jetzt nicht mit vor die Kamera bringen wollte, waren süße Blümchen gewesen, wo sie vor der Tür stand und sich ein bisschen versteckt hatte und schon Angst hatte. Und das fand ich super süß von ihr. Die sind aber leider schon aufgegangen und ein bisschen verblüht. Und deswegen stehen die bei uns noch in der Küche schattig und mit ein bisschen Sonne halt noch, dass sie noch ein paar Tage länger überleben. Das hoffe ich doch. Und ja, sie hat wirklich übertrieben. Also als sie die Taschen aus dem Auto vor meiner Haustür ausgepackt hat, habe ich gedacht, sie möchte hier zwei Wochen bleiben oder so. Dass das alles Geschenke sind, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ja, ich war mega überrascht. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich sowas von gefreut, das glaubst du gar nicht. Ne? Und du weißt, es geht nicht immer um High-End, also das geht um so viel Wichtigeres. Also ich habe mich auch einfach nur gefreut, dich kennenzulernen. Und das war so schön und mal so viel Abwechslung. Und es ist so schade, dass es schon wieder so schnell vorbeigegangen ist, wo man sich eigentlich die ganze Zeit drauf gefreut hat. Und ja, aber ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und das nächste Mal planen wir das etwas besser, dass wir auch grillen können. Ne? Und ja, einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben. So, dann starte ich. Ich habe hier einen riesigen, ich gucke nur mal kurz, ob wir im Fokus sind,
Ja, Mikrofoncam. Oh, 5 Minuten ist schon wieder gesabbelt, ey. Ja, ich habe hier einen riesigen Berg liegen und weiß gar nicht genau, wo ich so anfangen soll. Ich fange erstmal damit an, dass ihr Mann uns eine Poolnudel mitgebracht haben. Ich wusste erstmal gar nicht, was das ist. Ich habe das an der Haustür entgegengenommen und gedacht, hä, was ist das denn? Willst du bei uns schwimmen gehen oder so? Nee, das ist für die Kiddies. Da kann man dann praktisch, ja, was kann man damit machen? Man kann damit schwimmen gehen und da können die sich dann so drüber hängen oder auch für einen Pool. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so einen großen Pool. Aber zum Schwimmen gehen an See oder in die Schwimmhalle oder ans Freibad ist das eine tolle Sache. Und ich denke mal, da werden sie sich drüber freuen. Sowas gibt es ja auch im Schwimmbad. Stelle ich jetzt erstmal hier beiseite. Dann habe ich Kuscheltiere bekommen. Da denkt sie auch immer ein bisschen mit an die Kinder, was ich total süß finde. Und da habe ich aber einen schon für mich ja, geklaut sozusagen, den kriegen die Kinder nicht. Der sitzt jetzt auf unserer Couch. Das ist der Bruno, so habe ich ihn getauft. Bruno, Bruno. Und ja, sie hat gesagt, der braucht Liebe. Liebe kriegt er von mir. Jeden Abend, wenn ich meine Serie gucke, Dexter auf dem Netflix so ein bisschen, dann schlafe ich halb immer auf dem einen, weil der so schön flauschig, kuschelig und weich ist. Ja, also das ist der Bruno, den hat sie mir auch mitgebracht. Und dann hat sie noch ein Kuscheltier mitgebracht für die Kinder zum Spielen. Der sitzt jetzt momentan aber auch bei uns auf der Couch. Das ist der Nektarius. Ja, finde ich auch zuckersüß, dass sie immer dran denkt, uns ein paar, ja, Gimmicks einfach mitzubringen, was bei uns einfach noch so ein bisschen fehlt. Ne? Mein Mann würde jetzt sagen, Kitschkram. Ich sage, ich finde das total süß, weil an sowas denke ich halt eben einfach nicht, weil mein Haushalt ein bisschen praktisch veranlagt ist und bei mir nicht so viel rumsteht. Aber ich finde es süß. Kiddies freuen sich auf jeden Fall, dass da jetzt neben dem Rüdi, unserem Einhorn, das ihr ja schon kennt, und dem Nektarius und dem Bruno dann immer, wenn sie Fernsehen gucken, jemand auf sie wartet. Ja, auf mich auf jeden Fall. So, dann weitermachen muss ich, ja, sie hat auch ein paar Fressalien mitgebracht, außerdem, dass sie einen Kuchen mitgebracht hat, was ja auch noch super war, und einen alkoholfreien Rotkäppchen-Sekt, hat sie auch noch einen spanischen leckeren Kuchen mitgebracht und aber mir auch noch Privatsüßkram. Und zwar von Dr. Oetker, Vitalis Knusper-Schokokeks, besonders knackig und schokoladig, mit knusprigen Vollkorn-Butterkeksen, fand ich total geil, weil mein Mann arbeitet im Schichtdienst und öfters kommt es mal vor, dass ich ein Mensch bin, der ungern alleine isst, also wenn ich dann alleine bin, esse ich dann gleich mal gar nichts. Heute habe ich auch noch nichts gegessen. Und dann lieber erst esse, wenn derjenige da ist. Es ist aber manchmal wie 22.30 Uhr zu unmöglichen Uhrzeiten. Und falls es mich vorher schon mit dem Hunger überkommt und ich soll ja auch zu regelmäßigen Uhrzeiten essen, sagt meine Frauenärztin und, ne, wegen meinem Babybauch. Und sagt, ja, ist sowas mal ganz super, weil dann esse ich, zwinge ich mich nebenbei mal was zu essen und habe dann zum Glück schon was im Magen und muss dann nicht zu unmöglichen Uhrzeiten essen. Und auch einmal einfach mal so für zwischendurch. Ne? Tolle Sache. Habe ich mich auch riesig drüber gefreut. Dann hat sie noch mitgebracht mir, hier blüht Ihnen nur Gutes, die Geburtstagswochen bis 30. April. Das ist, glaube ich, Vergissmeinnicht. Und das hat ihr Mann auch mal mitgebracht. Und ich habe ihr, glaube ich, sowas auch schon mal geschenkt, weil du meine Sonne bist, irgendwie Sonnenblumen oder so. Und die wird mein Mann im Garten pflanzen und dann denke ich immer an dich. Ne? Also er muss sie pflanzen, ich habe keinen grünen Daumen, aber sie werden auf jeden Fall in Benutzung geraten. Da kannst du dir sicher sein. Muss ich mal gucken. Dann hat sie mir auch noch was mitgebracht, was ich total süß wird. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Von Albatros, so ein Schlüsselanhänger, den muss ich dann noch machen. Ein Keks-Schlüsselanhänger, fand ich total süß, so abgebissen auch. Melanie, könnt ihr das sehen? Das ist total süß. Ah. Ich fand das total goldig. Jetzt habe ich endlich mal einen richtig schönen Schlüsselanhänger und den mache ich dann auch an meinen und ja, fand ich total süß. Echt, sowas habe ich noch nicht. Weiterhin für meinen kleinen Knirps hat sie auch mitgebracht, also ihr Mann praktisch ausgesucht, Fisher-Price Love and Learn von 6 bis 36 Monate. Fand ich auch total putzig und mein Mann auch, wenn er dann praktisch nächstes Jahr irgendwann schon mal greifen kann, dann kann er das schon benutzen. Das lasse ich auch in seiner Verpackung, das wird er dann irgendwann mal auspacken. Total niedlich. Ich habe ja schon mein allererstes Babypäckchen bekommen. Dazu werde ich dann nochmal irgendwann ein separates Video machen und einen Vlog dazu, wie das so verläuft. Ich weiß nicht, ob euch da draußen Schwangerschaftsvlogs in der Hinsicht interessieren. Ich meine, bei den vielen Andeutungen, die ich jetzt letztens schon gemacht habe, hat auch eine Abonnentin geschrieben, müsstet ihr das ja eigentlich schon wissen, dass ich schwanger bin. Und sagt mir mal, ob euch das interessiert, Schwangerschaftsvlogs. Bis jetzt habe ich halt eben daran noch nicht so gedacht, weil das halt auch ein sehr privates Thema ist. Aber fand ich sehr süß, dass sie daran gedacht hat.
Ja, dann hat sie noch für die Kleine von uns mitgebracht, die ist ja jetzt gerade, die wird jetzt 4 und die telefoniert schon so gern. Da ist süß, so ein Handy, und da ist unten aber schon so Schminkzeug drin. Und sie wünscht sich jetzt zum Geburtstag eigentlich eine Schminkpuppe. Und da ist das optimal dazu. Es sieht aus wie ein Telefon, auch von Winx. Sieht aus wie ein Tis, ne? Sieht wie ein Telefon so. Kann man auch auf die Tasten drücken. Und hier unten ist halt das Schminkzeug drin. Und was ich besonders stylisch finde, hier hinten der Applikator, wo sie sich dann schon mitschminken kann. Wird sie sich megamäßig drüber freuen. Kommt in ihr Geburtstagsset. Ich glaube, sie hat am, ja, sie hat am 23.07. Der Junge hat am 19. Und das Mädchen hatte am 31.05. Und da haben wir noch 2 Geburtstagspartys, die wir ausrichten müssen. Und das ist immer schön, wenn so Geschenke reinkommen, dass man halt eben nicht selber besorgen muss, weil jeder, der Kinder hat, der wird wissen, das ist eine ganz schön kostenspielige Geschichte, vor allen Dingen jetzt dann bei 3 und bald 4, also ja. Dann hat sie auch noch was für die Kiddies mitgebracht, das waren die super bunte Wachsmalkreidestifte, auch total klasse, die kann man dann so, nehme ich mal an, abziehen und dann damit malen, und wir haben ja hier ein richtig großes Grundstück von fast 1000 Quadratmetern und werdet ihr, glaube ich, auch in dem Follow Me von der Maus gesehen haben, dass wir halt recht viel Platz haben und da können die sich draußen austoben und das ist immer eine ganz schöne Sache. Danke an der Stelle. Ja, was ich auch total toll fand, ist, dass du CDs mitgebracht hast, und zwar Mira May und das Zauberhandy, Fantasy-Hörbuch. Finde ich super klasse, weil wir wollen dem Jungen jetzt zum Geburtstag einen CD-Player schenken. Also der ist auch schon eingepackt und alles, und da fehlten jetzt nur noch CDs. Und ja, da hat er praktisch schon seine ersten CDs. Und da ist auch nicht nur eine CD drin, da sind mehrere CDs drin. Und da kann er sich durchhören und ja, hat jetzt auch abends, weil er immer Einschlafprobleme hat, ja, was Schönes zum Hören. Ich hoffe, das ist kindertauglich. Woraus besteht Zauber? Aus Herz, Verstand und Unerschrockenheit. Das zeichnet Mira May aus. Von ihrer Großmutter hält sie ein ganz besonderes Handy, das sie über den Umzug nach New York hinweg trösten soll. Doch unversehens gerät Mira durch ihr geheimnisvolles Handy in einen erbitterten Machtkampf zwischen Licht und Schattenreich. Ein gutes und spannendes Kinderbuch. Ja, super. Passt wie die Faust aufs Auge. Sind wir sehr, sehr froh. Vielen Dank an der Stelle. Genauso mitgebracht, da werde ich die Kinder aber eher kontrollieren. Der Fluch des Amsterdamer Diamanten. Ja, eine CD oder beziehungsweise ein schönes Computerspiel. Computerzeiten werden bei uns ja begrenzt, genauso wie die Fernsehzeiten. Und da achte ich drauf, dass sie dann nur das spielen. Aber es ist schön, dass du da mal was Kindertaugliches mitgebracht hast, dass die Kinder auch mal schon am PC lernen und spielen können. Ne? Hat ja auch immer was mit Lernen zu tun. Kann man nicht früh genug mit anfangen. Finde ich klasse. Und wenn es jetzt, ich kann es auch spielen. Also ich stehe auch auf solche Sachen. Davon mal abgesehen. Danke. Jetzt muss ich gucken, wo ich das alles hinlege. Leute, wenn ihr meinen Tisch seht, ist der Wahnsinn. So. Fokus. Kamera wieder aus. Ja, bin ich jetzt im Fokus drin gewesen? Bei wie vielen Minuten sind? Wir sind jetzt schon bei 13 Minuten. Das wird ein langes Video. Ja, was mache ich weiter? Dann hat sie was mitgebracht, das wollten wir eigentlich zusammen noch verspeisen, sind wir aber gar nicht mehr dazu gekommen. Und zwar von Hochwald. Sahnenwundertyp Eierlikör enthält Alkohol. Bisschen schlecht, muss man ein bisschen aufpassen. 30% Fett im Milchanteil. Aber ich denke mal, so ein bisschen so halt schadet nicht. Ne? Ich muss da nur ein bisschen aufpassen. Ich darf immer nur so einen Schluck und so. Und ich denke mal, ich hoffe, dass es abgemildert ist hier in so Sprühsahne. Sonst muss ich das halt eben meinen Schatz essen lassen. Und er berichtet davon. Wäre aber sehr schade. Ja, und Sahnenwunder-Eierlikör. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Kommt bei mir jetzt gleich dann in den Kühlschrank. Dann mache ich weiter mit etwas von Shibu, was sie mir auch noch mitgebracht hat, und zwar Apfel- und Birnenspalter. Apfel- und Birnenspalter, mundgerechte Stücke ohne Kerngehäuse, also das funktioniert dann so und sieht dann so aus. Also es ist dann zumindest schon geschält und das Zeug ist halt raus. Das finde ich super, weil Äpfel schälen, wenn ich Apfelkuchen im Sommer mache, dauert immer super lange. Und solche praktischen Helferlein kann man ja immer nie genug von haben. Ja, ich kann jetzt nicht jede 5 Sekunden Danke sagen, sonst ist das ganze Video mit Dank über sie. Du weißt, wie sehr ich mich freue, oder? Ich meine, ich hatte fast Pipi in Augen. Also wirklich, ich fand das wirklich so wunderbar. Ich hätte damit gar nicht gerechnet. Oh. Und ich habe hier hinten noch eine ganz große Kiste stehen. Oh je. Ich mache, glaube ich, erstmal weiter mit den Klamotten. Klamotten hat sie mir auch wieder mitgebracht.
Erstmal hat sie für Weihnachten, was ich total super finde, ein Weihnachtsmannkostüm mitgebracht. Finde ich klasse. Liegt bei ihr nur rum, sagt sie. Finde ich super. Die Kinder sind Weihnachten bei uns. Dann muss halt eben irgendjemand den Weihnachtsmann spielen. Wir kriegen bestimmt einen Nachbarn oder Opa, Oma oder Opa dazu überredet. Vorzugsweise Opa. Und dann wird das auch seine Verwendung bekommen. Ich mache dir da ein Foto von. Dann hat sie mir noch ein hübsches Sommerkleid mitgebracht, worüber ich mich total gefreut habe. Und zwar, ich liebe ja im Sommer sowas, was halt eben so, ich habe ja heute sowas Ähnliches auch an, nur halt ein bisschen Bandeau-ähnlich, was so man tragen kann. Und dann geht das so lang runter und schön luftig und locker. Und ich finde das Muster auch nicht so chaotisch. Also ich finde, das geht noch. Und ich trage ja ab und an mal sowas. Finde ich also sehr, sehr schön. Dann hast du mir auch noch mitgebracht, du weißt es ja, die Zuschauer nicht, Moment. Ein Top in einer spektakulären Farbe, sowas habe ich in meinem Kleiderschrank auch noch nicht. Für den Sommer, super Sache. Und dann noch ein längeres Top in so einer Aprikot-Orange-Farbe. Und was ich toll finde, ist, dass hinten länger ist als vorne und das auch luftig locker ist und man sicherlich zu irgendetwas kombinieren kann. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zusammen kombinieren, aber ich würde es mit was anderem aus meinem Kleiderschrank kombinieren. Sieht aber auf jeden Fall stylisch aus, muss ich sagen. Ist mal was Farbenfrohes. Ja, dann hat sie mir noch eine Art Jogginganzug mitgebracht mit einer mitwachsenden Hose, vorzugsweise jetzt für die Schwangerschaft. Einfach, wenn es dann mit dem Bauch ein bisschen unbequemer wird, dass man da was Luftiges hat. Und für abends dann was zum Drüberziehen. Ne? Auch schön, kann man immer gebrauchen. Jetzt ist es für sowas natürlich zu warm. Und dann habe ich von ihr noch bekommen ein Cardigan. Beige trage ich zwar auch nicht so oft, aber gerade jetzt im Sommer sollte man ja nicht immer dunkel tragen. Und an den Tagen, wo es vielleicht mal ein bisschen kühler ist und du benutzt ein tolles Waschmittel. Sie hat ja die ganzen Sachen vorher noch gewaschen. Irgendwie finde ich das toll. Und muss mir mal sagen, welches das ist. Und finde ich auch sehr schön luftig und kann man mal überall reinpacken, um mal was drüber zu ziehen. Es gibt ja auch mal die Tage, wo es einfach regnet. Im Ammerland regnet es immer, auch im Sommer. Und da weht auf jeden Fall hier und da auch mal ein kühles Lüftchen. Was ich wirklich total schön fand, war dieses Oberteil hier. Das hatte ich auch noch nicht angehabt, aber das wird bestimmt bald seinen Einsatz finden. Auf sowas fahre ich ja total ab. Und das ist auch super lang und schön eng anliegend. Ich mag nicht wie ein Sack aussehen. Auch wenn ich als Frau ein bisschen mehr bin, möchte ich trotzdem nicht in Zelten rumlaufen. Und deswegen finde ich solche Teile natürlich super schön. Das ist nicht schlimm, wenn man da den Bauch sieht. Dann zieht man halt ein Cardigan drüber oder was Luftiges und dann geht das wieder. Ja, dann habe ich noch einen Poncho bekommen für die etwas kältere Jahreszeit, auch in Beige. Ja, wird ein halber Fashion Haul hier, du. Und ja, der geht auch so runter und ja, ich habe 2, 3 Ponchos und kann man, wenn es dann wieder kälter wird, auf jeden Fall gebrauchen. Und was ich super süß fand, ich hoffe, das ist auf der richtigen Seite, ja, ist dieses kleine Schwangerschaftskleidchen. Das fand ich super mega süß. Mäuschen, ich habe dir eigentlich versprochen, dass ich das anziehe und dir sage, ob das passt. Ich hatte es bis jetzt noch nicht angehabt. Ich muss es mal in einer lauschigen Minute probieren. Ich hoffe so sehr, dass das mit meiner Oberweite klappt, weil ich habe nun relativ etwas mehr. Das hast du ja gesehen. Aber ich finde das mit diesen Taschen und diesen Volants, ich finde das so süß. Das könnte man fast schon zum Mittelalter anziehen. Und ja, es ist einfach total niedlich und genau mein Stil und eigentlich super was Spezielles einfach. Na, aber ich stehe ja so auf spezielle Sachen. Und absolut toll. Also, dass du an solche Dinge denkst, klasse. Klasse, wirklich. Das würde jetzt ja alles schon reichen. Aber nein, es geht noch weiter. Ich habe hier hinten noch eine Riesenkiste. Dann hatte ich noch so eine Schminkbox. Da waren dann die ganzen dekorativen Sachen mit. Die habe ich ihr, glaube ich, auch mal geschenkt. Aber zu der Tasche kommen wir, wie gesagt, im zweiten Video, im zweiten Teil. Ein Schreibblock kann ich immer gebrauchen. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen, dass das Video einfach nicht ewig lange dauert. Dann hat sie so eine Design-Steckdosenverkleidung für zu Hause mir mitgebracht, was ich auch total niedlich fand. Mit Kindersicherung kann man oben für die Kinderzimmer super gebrauchen, dass die Kinder nicht an den Steckdosen rumfummeln. Also finde ich klasse, denn wir haben hier sehr viele Steckdosen im Haus. Entschuldigt, dass ich da jetzt... Was ich auch total cool fand, war dieses Ding hier. Wartet, ich mache euch das mal an. Und das muss man dann so aufdrehen. Damit kann man, glaube ich, auch massieren. Das habe ich Schatzi noch gar nicht gezeigt. Das muss ich Schatzi erst mal zeigen heute. Das ist so geil. Ich habe gedacht,
ich mache es jetzt nicht auf die Haare, weil ich habe die gerade gestylt. So auf die Haare oder auch auf den Bauch oder so, hat sie gesagt. Also total klasse. Ne? Und das hat dann auch verschiedene Stufen. Das ist jetzt zum Beispiel Stufe 2, das ist Stufe 1 und das ist 0. Super! Sowas habe ich noch gar nicht. Also fand ich super mega lustig. Dann habe ich noch was mitbekommen für die Kiddies. Und zwar Bastelset Schmuckkästchen. Und da können die Kinder sich ihr eigenes Bastelset, also ihr eigenes Schmuckkästchen basteln. Und das ist was auf jeden Fall für die Große. Da wird die sich freuen, weil die steht auf so ein Mädchenkram. Und ja, warum nicht? Auch viele Geschenke für die Kinder dabei. Ja, dann ein bisschen Sachen, Informationsmaterial zu Luvos Heilerde. Fand ich auch super. Na, ich habe mich mit Luvos noch nicht so viel beschäftigt. Ein Dispenser finde ich auch klasse, wenn ich in Urlaub fahre. Und das wird dieses Jahr, wir fahren noch einmal nach Italien. Da kann ich mir zum Beispiel mein Bioderma abfüllen und muss nicht die riesengroße Flasche mitschleppen für 1-2 Wochen. Finde ich auch klasse. Und dann habe ich ein Buch bekommen. Nee, ich habe sogar mehrere Bücher bekommen. Dann habe ich zum Beispiel Chai-Tee bekommen, würzig mit feiner Schärfe vom Edeka. Ich stehe auf Chai-Tee. Damit hat sie auch voll ins Schwarze getroffen. Ich muss mal wieder mehr Tee trinken. Dann habe ich noch... Das war mein Handy, entschuldigt. Dann habe ich noch anderen Tee mitbekommen. Und zwar, den hatten meine Kinder, die Kinder von meinem Schatz schon mal aufgebraucht. Und zwar Hüttenstimmung, Zitrone, Vanille, Rum. Den habe ich sehr gemocht. Und zum Beispiel Westminster Kaminwärme. Auch ganz, ganz toll. Früchtetee aromatisiert mit Apfel und Gewürzen. Und darüber habe ich mich auch riesig gefreut. Ja, also Tee kann man sowieso nie im Haus genug haben. Und dann ein Tee, den ihr Mann leider nicht mag. Das ist spanische Orange, fruchtig, südländisch, Früchtetee aromatisiert mit Orange, Pfirsichgeschmack. Und ja, finde ich auch ganz toll. Ich stehe auf Orange. Jetzt gerade im Sommer passt das auch total gut. Jetzt muss ich mal gucken, was ich zeigen kann. Von ihr habe ich auch zwei Bücher geschenkt bekommen. Und zwar von Kathleen Tesaro, Elegance. Wer anfängt, seinen Kleiderschrank auszumisten, wird bald auch sein Leben umkrempeln. Louise steckt in der Krise. Ihre Ehe ist in liebloser Routine erstarrt. Ihre Karriere hängt in der Warteschleife. Und ohne es zu merken, hat sie sich auch Louise selbst in ein unscheinbares Aschenputtel verwandelt. Nur dann stößt sie im Antiquariat auf einen Stilratgeber namens Elegance und ist sofort von dem schmalen Bändchen verzaubert. Von nun an begleiten die Ratschläge der Verfasserin einen lebensklugen Französin Louise in allen Lebenslagen. Und sie lernt Unverzichtbares von A bis Z über zeitlose Schönheit, echte Freundschaft und die wahre Liebe, die niemals aus der Mode kommt. Eine romantische Komödie vom Format einer Bridget Jones. Hört sich sehr, sehr spannend an. Etwas Unterhaltbares. Und dann habe ich noch ein Buch bekommen, Wächter der Lust, erotischer Roman. Das alte Buch vom Flohmarkt muss magische Kräfte besitzen, als die junge Hexe Sybil es zu Hause ansehen will, ergreift es Besitz von ihr. Versehentlich öffnet sie eines der 5 Portale zum Schattenreich, einer Invasion böser Dämonen droht. Doch seit grauer Vorzeit werden die Tore von 5 Wächtern der Liebesgöttin Inanna bewacht. Um die Magie der Schatten in Sibylles Körper wieder in Kontrolle zu bringen, müssen Drachen, Werwölfe, Dämonen, Elfen und Vampire sie in einen nie gekannten Sinneschraus versetzen. Die erste Nacht verbringen sie mit dem Werwolf Kenrick, der sie in ein Reich der animalischen Lüste entführt. A la 50 Shades in Grey, nur auf Fantasy-Ebene. Finde ich interessant. Werde ich sicherlich schnell durchlesen. Und ich werde bald meine Was-habe-ich-gelesen-Reihe starten. Da wird es sicherlich auch irgendwann auftauchen. Ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz an mein Handy gucken. Entschuldigt bitte, es kann sein, mein Mann hat nämlich gerade Mittagspause. ja, hat gerade Mittagspause. Moment, das ist jetzt alles live. Ich habe ihm gerade geschrieben, dass ich mich später melde und dass er im Video ist. Zumindest der Ton. Jetzt muss ich mal gucken, mit was ich weitermachen kann. Dann hat sie mir wieder eine Swarovski-Box zurückgebracht. Und da hat sie mir was ganz Besonderes mitgebracht. Ich muss gucken, ob wir noch im Fokus sind. Sind wir noch im Fokus? Ja. Das ist schon 24 Minuten. Oh. Und zwar einen Mutterstein oder Mondstein.
Und der ist wirklich ganz, ganz toll. Der fühlt sich ganz, ganz klasse an. Und den werde ich mir unter das Kopfkissen legen. Das soll für werdende Mütter ganz toll sein. Oder halt abends, wenn man auf der Couch liegt, den einfach, wenn man ein bisschen nickert oder so in die Hand. Oder wenn man seine Serie guckt. Das kann ich mir wirklich super vorstellen. Den hat sie auch gereinigt und war an der Druse und von Energien befreit und so. Und ich bin mal gespannt, was der bei mir bewirkt. Ich finde, er fühlt sich ganz toll an. Ich habe ein ganz tolles Gefühl, wenn ich den in der Hand habe. Ich kann euch das nicht beschreiben. Ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber gefreut. Was war das gewesen? Hatte sie mir hier was abgefüllt? Ich glaube, das war eine Peeling-Maske gewesen. Das war eine Maske. Was es genau war, kann ich nicht sagen mehr. Das sind so viele Sachen gewesen. Ich glaube auch irgendwas mit Heilerde. Maske, Peeling, Heilerde. Kann sein. Sollte ich ausprobieren, kommt sie damit nicht klar. Ich glaube, ich verrühre mir das dann mit Wasser in so einem kleinen Schälchen und mache mir das dann auf die Haut. Mit sowas kann ich ja immer was anfangen. Ich werde es testen und euch berichten, wie es war. Dann habe ich noch was bekommen von Garnier Body Tonic. Bodylotion hautstraffend mit Phytokoffein, Meeresalgen, strafft und festigt erschlaffte Haut. Festigende Wirkung in 7 Tagen. Fand ich auch toll. Und ja, riecht auch genau wie Garnier Body Lotion. Ich hatte sowas schon mal von Body Tonic und ich finde, das hat so einen Eigengeruch. Aber es riecht sehr, sehr gut. Sehr, sehr frisch und lecker und klasse. Habe ich mich auch drüber gefreut. Dann habe ich von Dove, alles was sie jetzt von Dove bekommt, tut sie schon immer zur Seite, weil ich ja so auf diesen Dove-Geruf stehe. Ich liebe Dove, ne? Also in Dove könnte ich mich wirklich reinlegen. Manche sind ja so die Nivea-Fraktion, ich bin absolut die Dove-Fraktion. Und da habe ich bekommen Dove Reparaturpflege, Intensivreparatur, regenerierende Haarkur mit Keratin-Reparatursystem. Bis zu 10 widerstandsfähiger gegen zukünftige Haarschäden. Und das ist so eine Haarmaske. Oh. Lecker, lecker. Und das soll man dann, ich glaube, 3 oder 5 Minuten auf den Haaren einwirken lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mir dann ein Handtuch drum mache und dass ich das dann einwirken lasse und dann ausspüle. Und werde ich auf jeden Fall schon alleine wegen dem leckeren Duft benutzen. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie das meinen geschädigten Haaren hilft, die oft im letzten Jahr gefärbt wurden, umgefärbt wurden und so. Und ich denke mal, das kann ganz gut helfen. Momentan habe ich nicht wieder nachgefärbt. Darf ich ja momentan auch nicht in der Schwangerschaft, nicht mal tönen oder so. Und jetzt werden die Haare wieder heller. Also das, was ich vorher als blonde Strähnen hatte, kommt jetzt halt wieder raus. Findet mein Freund jetzt aber nicht schlimm und ich auch nicht. Und ich möchte wieder ein bisschen so, ne, zur Naturhaarfarbe zurück. Und wenn ich mit der Schwangerschaft dann fertig bin, werde ich auch sicherlich wieder färben. Dann habe ich etwas bekommen. Das ist ProSeries Vella Heat and Shine 2-Phasen-Spray. Und das muss man bestimmt dann schütteln. Und 150 Milliliter, halt 2. Und das ist ein... Dieses Salon inspirierte Heat and Style 2-Phasen-Spray hilft ihr Haar vor Schädigungen durch Styling zu schützen. Die farbige Phase hilft dem Glanz ihres Haares. Die suchtige Phase sorgt für ihr leuchtenden Halt. Eine professionell inspirierte Note für den perfekten Styling. Hilft das Glanz ihres Haares zu schützen und sorgt für leichten Halt. Hitzeschutz und Glanz sorgt das, also das ist auch zum Stylen optimal. Ich habe ja nicht so viele Styling-Produkte und habe nur so ein ganz günstiges Hitzeschutzspray. Dagegen ist das auch wieder super. Dann habe ich was von Dove bekommen, die intensive Feuchtigkeitspflege, Body Butter für sehr trockene Haut. Okay, sehr trockene Haut habe ich jetzt nicht, habe eher eine normale bis Mischhaut. Reichhaltige und hochwirksame Cremeölformel. Aber ich benutze sowas auch ab und zu ganz gerne für die Hände. Wenn ich Bodylotion nicht aufbrauchen kann, benutze ich es dann halt für die Hände. Und es ist auch in so einer, ich hoffe man kann das sehen, in so einer festeren Konsistenz. Ja, schon wirklich butterig. Und der Geruch ist wieder mal wunderbar, wunderbar. Ich denke, da ist mal wieder Shea-Butter oder so drin. Und das wird dann auch auf die Hände wandern oder mal zwischenzeitlich, wenn ich der Meinung bin, zu massieren. Oder mein Freund hat ja trockene Haut, der verträgt das. Wenn ich der Meinung bin, mein Körper braucht das mal, kommt das sicherlich zum Einsatz. Alleine wegen dem Geruch schon in Verwendung, egal ob ich trockene Haut habe oder nicht. Dann habe ich bekommen, auch toll, Luvos Naturkosmetik mit Heilerde Soft Peeling Maske.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ein natürlicher Peeling-Aktivkomplex löst sanft abgestorbene Hautzellen, regt die Zellerneuerung an und wirkt regulierend auf den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Mineralien und Spurenelemente der Heilerde binden überschüssiges Fett. Schmutz und Hautunreiner werden porentief entfernt und Irritationen wird vorgebeugt. Hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin gespannt. Dann habe ich was bekommen von Vichy Lipidos 1. Sieht so aus. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende Körpermilch für trockene Haut. Bin ich auch gespannt. Dann habe ich noch eine Feuchtigkeitsmaske von Balea bekommen. Belebt die Haut spürbar mit Papaya-Extrakt. Erfrischend für trockene Haut. Toll, ich glaube, die habe ich schon mal von dir bekommen. Die habe ich, glaube ich, nochmal in meinem Schränkchen. Dann habe ich sie halt nochmal. Und hier steht drauf, dass das erfrischend wirken soll. Die Haut mit wertvoller Feuchtigkeit versorgen. Balea Feuchtigkeitsmaske mit Papaya-Extrakt und Aloe Vera wirkt regulierend und unterstützt die intakte Barrierefunktion ihrer Haut. Spannungsgefühle werden reduziert, Trockenheitsfältchen werden sichtbar geglättet. Habe ich noch nicht. Für spürbar zarte Geschmeidigkeit. Aber erfrischend ist im Sommer jetzt immer super. Von daher klasse. Und dann habe ich eine bekommen, die mag sie total und hat gesagt, die sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Kannte ich noch nicht. Habe ich noch nicht benutzt. Limitierte Edition, leider schade. Wenn die mir gefällt, kriege ich sie auch nicht so leicht nach. African Peeling Maske, soft and clean. Tiefenreinigend und verfeinernd. Mit Bio-Arganöl plus Bio-Argan-Peeling. Reinigt sanft und verfeinert das Hautbild, pflegt intensiv und macht geschmeidig, schützt vor vorzeitiger Hautalterung. Arganöl gilt als der kostbarsten und seltensten Öle der Welt. Wird auch als Marokkos Gold bezeichnet. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Aber Schäbens ist ja nie falsch. Mit Schäbens machst du bei mir nie was falsch. Ja, dann habe ich auch bekommen Schwarzkopf. Ich zeige erst mal von MU London. Da sollte ich mir eigentlich was abfühlen. Jetzt hat sie gesagt, ich darf die behalten, weil ich ihr so viel Gutes getan habe. Das finde ich ganz, ganz, ganz süß von dir. In deinem Video habe ich, glaube ich, dieser Creme hinterhergegeiert. Nicht jetzt für mich, sondern für meinen Schatzi, weil der so eine trockene Gesichtshaut hat, wenn er sich gepflegt hat oder wenn er sich rasiert hat. MU London Organic White Chocolate Truffle Moisturizer und das ist wirklich vegan. Und da ist nur drin Shea-Butter, Kokosnussbutter, Jojobaöl, Rosmarinextrakt, Vanilleextrakt und Cocoa-Extrakt. Und da sind drin wie viele Milliliter, ich weiß es gar nicht. Das ist wie so Butterschmalz. Das ist in Fettform, sie hat da auch schon gut was raus. Und das riecht wirklich original wie ein weißes Magnum, wie sie das sagt, oder wie weiße Schokolade. Total klasse. Und das ist so eine richtig feste Konsistenz. Wenn ich ihr Video dazu finde, verlinke ich das in der Infobox. Ich möchte da jetzt auch nicht reintatschen. Ich habe das schon mal zu dem Zeitpunkt, wo sie da war, gemacht. Und das ist wirklich wie fettiges Butterschmalz. Kann ich danach nichts mehr anfassen. Ich finde die Dose auch total, ich verschließe das fest, damit das nicht austrocknet und nicht schlecht wird, ist wirklich total süß gemacht. Ein bisschen auch so naturkosmetisch, laschartig. Steht aber, glaube ich, nicht drauf, wie viel Milliliter. Ist, wie gesagt, vegan, PETA, approved, cruelty-free. Alles ganz, 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 ganz toll. 60 Milliliter sind da drin. Ja, super klasse. Ich möchte diese Marke auch mal testen. Dann habe ich was bekommen von Beauty Elements by Cien. Die Sky Deluxe Handbalsam mit Orchidee und Reismilch. Und sie steht ja so auf Reismilch, deswegen wundert es mich, dass sie sich davon getrennt hatte. 75 Milliliter drin, die zauberhafte Handpflege Sky schmiegt sie samtweich um ihre Hände und zieht dabei besonders schnell ein. Die besondere Formulierung mit Orchidee und Reismilch sorgt für ein intensiv gepflegtes Hautgefühl. Verzaubert sie mit einem magischen Duft für zarte Hände den ganzen Tag. Ja, das roch auch sehr gut, aber es roch nicht wie das Rituals, aber es geht schon in die Richtung, sagte sie auch, riecht aber noch einen Tick weit anders. Werde ich aber ausprobieren, ich bin immer froh über Handcreme, kann ich nie genug haben. Dann habe ich noch eine von Camille bekommen, Hand- und Nagelcreme. Leichtes Duftpflege für ein frisches Hautgefühl mit natürlicher Kamille und Zitronenbuttermilchduft. Und das stimmt wirklich, also das hat wirklich einen unterschwelligen Duft von Buttermilch, Zitrone, wie dieses, das mag sie auch so gerne, das von Kaufland, Li-Vitamin, Buttermilch, total lecker. Da war ja damals dieser Zuckerschnuten-Hype und dann das von Li-Vitamin fand ich ja fast noch besser, weil das zitroniger roch und einfach irgendwie leckerer. Und ja, das riecht so ähnlich und erinnert mich einfach an schöne Zeiten. Und ich liebe Zitronengeruch, gerade so jetzt im Sommer kann ich davon nicht genug bekommen. So, ihr Lieben, jetzt muss ich noch mal gucken. Was ich noch bekommen habe.
Und zwar habe ich da von Pantene Pro V bekommen, intensives Feuchtigkeitssoufflé, tägliche Feuchtigkeitspflege, normales bis dickes Haar. Das fand ich auch total klasse. Tägliche Kur ohne Ausspielen für sehr trockenes Haar. Schließt Feuchtigkeit für 48 Stunden ein für luxuriöse Geschmeidigkeit, die man sehen und fühlen kann. Ja, kann man dann so schütteln und kann man dann so ins Haar machen als Styling und so. Ich bin mal gespannt, wie das bei meinen mittellangen Haaren momentan wirkt. Und bin da schon sehr gespannt. Ihr seht, das Haar wird jetzt richtig heller, ne? Also so ein helleres Braun. Dadurch, dass ich da ein bisschen blond rein habe. Ja, ich bin froh, dass meine Haare jetzt wieder länger werden. Ja, wieder zurück zum Thema. Ich bin gespannt, wie diese Pflege wirkt und bin sehr gespannt drauf. Dann habe ich noch bekommen von Dove und das passt optimal von Dove Hair Theory Intensivreparatur entwirrendes Pflegespray, beschwert nicht ohne Ausspülen, schützt vor Spliss, strapaziertes, brüchiges Haar. Das ist klasse, denn am Flughafen wegen 100 ml Flüssigkeitsbegrenzung haben sie mir so ein Dove-Spray, das hatte ich euch, glaube ich, in meinem Raubzug vor dem Urlaub gezeigt in Ägypten, wegschmeißen müssen, weil es über die 100 ml Flüssigkeitsbegrenzung war. Und jetzt hat sie mir so eins mitgebracht und finde ich klasse. Der Duft ist natürlich wieder da. Einfach toll. Sofortige Doppelwirkung, Kennbarkeit und Feuchtigkeitspflege. Das ist wie diese Gliss-Kur-Sprays. Und dann kann ich das endlich auch ausprobieren. Dann habe ich noch was bekommen. Und zwar von Schwarzkopf BC Bonacur Hair Therapy Aminozell Reboluit Color Freeze für, ja, jetzt auf Deutsch. Repariert das Spliss bei koloriertem Haar und beugt ein Neuauftreten für langanhaltende Farbe mit 100% Farbglanz. BC Hair Therapy mit Color Freeze Formulierung versiegelt die Haaroberfläche und fixiert die Farbpigment für eine außergewöhnliche Farbbrillanz, lang und anhaltenden Schutz. Also das kann man auch benutzen, wenn man die Haare gefärbt hat sozusagen. Jetzt muss ich nur gucken, wo man das hingibt. Die Aminozell Rebuild-Technologie gibt dem Haar seine natürliche Elastizität zurück, indem die Struktur der Haarzelle gestärkt wird. Anwendung sparsam in die Haarspitzen einarbeiten, also so eine Art Pflege. Super Sache, bin ich gespannt. Duft von Schwarzkopf, ist auch so ein bisschen roséfarben, ist sehr, sehr gut. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das wirkt. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, die beiden machen nicht mehr. Dann habe ich noch was von Taft bekommen und zwar auch von Schwarzkopf, Arganöl-Essenz, Halt- und Pflegelotion, ultrastarke Halt und ein geschmeidiges Hautgefühl. Ja, man macht sich's nicht auf die Haut. Ultrastark 4, ultrastarke Halt und ein geschmeidiges Haargefühl mit einem Tropfen Arganöl-Essenz für 24 Stunden Halt ohne zu verkleben und ohne Rückstände. Beschwert das Haar nicht, leicht auszuwaschen. Ja, interessant. Bin ich sehr gespannt, wahrscheinlich auch wieder in die Haarspitzen einzuarbeiten. 24 Stunden Halt ohne zu verkleben. Nee, gleichmäßig in das handtuchtrockene Haar einarbeiten und trocken föhnen. Also man kann es auch komplett so ein bisschen in die Längen. Bin ich mal gespannt, wie das wirkt, weil ich habe ja auch schnell fettende Haare, damit meine Haare nicht zu gefettet sind. Und von My Body, verwöhnende Pflegelotion mit dem Duft nach Rose und Feige. Mit zartem Duft zieht schnell ein und verwöhnt die Haut. Rose und Feige wurde für die Pflege normaler Haut entwickelt. Die verwöhnende Lotion zieht schnell ein und hinterlässt ein zartes, samtweiches Hautgefühl. Avocadoöl und Vitamin E pflegen die Haut. Glycerin spendet wertvolle Feuchtigkeit. Ja, pH-hautfreundlich, feuchtigkeitsspendend, zarter Duft, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Sehr, sehr lecker. Na, also ich habe das ja dann auch schon probiert und das ist auch etwas, was neben meinem Schreibtisch immer wandert und wo ich dann immer so einen Pumpstoß nehme. Ich habe momentan von ihr auch die Wellness in Beauty Pflegecreme, die Körperlotion mit Mango und Papaya-Extrakt, was ich aus dem Geburtstagspäckchen habe, in Gebrauch. Und das kommt auch neben meinem, wenn ich es nicht für den Körper benutze, jeden Tag 1, 2, 3, 4, 6 Pumpstöße, kommen da schon auf meine Hände und auf meine Unterarme und auf meine rissigen Ellenbogen und dafür ist das auch super. Ne, sowas landet bei mir auch, wie gesagt, am Schreibtisch. Also es kommt nicht um, sagen wir es mal so. Ja, Dankeschön. So, letztes Produkt für dieses Video. Wachs in Mousseform auf trockenes Haar anwenden. Auch von Pantene Pro V for Style. Lift in Definition Mousse Wachs. Akzente für ein individuelles Stufenfinish. Serin Mousse. Und ja, ich werde mal auf trockenes Haar anwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Damit kann man wahrscheinlich auch wieder Volumen zaubern.
und halt eben schön stylen, was jetzt eigentlich auch, gerade wenn ich ein bisschen mit Glätten drüber gegangen bin, auch eine super Sache ist, damit das den ganzen Tag hält. Ja, ja, super. Und ist ja Pantene Pro Vivo Style, ist das auch von Schwarzkopf? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist Pantene Pro Vivo, aber die mag ich eigentlich auch ganz gerne. So, jetzt gucke ich mich nochmal um, ob ich auch alles gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Ja, habe ich. So, jetzt schaue ich mal, bei wie vielen Minuten wir sind. Oh, wir sind bei 40 Minuten. Also, ihr Lieben, das war jetzt erstmal der erste Teil der Trash-Tüte. Was heißt Trash? Also, ich finde, das sind nicht Trash-Sachen, da sind halt eben wirklich schon hochwertige Produkte. Für mich ist Dove und Pantene Pro V und Taft und was weiß ich nicht alles auch schon hochwertig. Und es war eine super große Menge. Ich hoffe, es hat euch bis dahin jetzt hier erstmal Spaß gemacht. Und im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit der riesigen Tauschtüte, also im nächsten Teil, den ich gleich im Anschluss drehen werde, beschäftigen wir uns dann mit der riesigen dekorativen Tauschhandtasche. Man kann es eine Tauschhandtasche nennen. Die Handtasche hat sie mir auch noch dagelassen. mit der Tauschhandtasche von der Mausi, wo ich dann auch ein bisschen dekorative Sachen ausprobieren werde, weil ich sehe ja heute noch ein bisschen nackig aus und das habe ich extra so gemacht, damit ihr ein paar Farben vielleicht gleich seht. Ja, so ihr Lieben, dann bis zum nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet, es war wieder in der gewohnten Qualität, hat mir Freude bereitet und ich hoffe, dir, liebe Mausi, auch nochmal vielen Dank für die ganzen schönen Sachen. Ich freue mich, werde das jetzt erstmal einsortieren und wir sehen uns im zweiten Teil. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.